schon zu Hause? Wo warst du? Wie, wo war ich? Arbeiten, wo sonst? Ich habe angerufen. Du hast gestern und heute Urlaub genommen. Setz dich. Hör mal. Ich hab gesagt, du sollst dich hinsetzen! Tut mir leid, ich... Setz dich. Und? Wie, was soll ich denn jetzt sagen? Die Wahrheit? Eigentlich hätte es eine Überraschung sein sollen. Was? Ja, aber jetzt alles für den Arsch. Was für eine Überraschung? Wir wollten doch schon immer mal zusammen nach Island. Und da habe ich mir gedacht, ich mache dir mit einer Reise eine Freude. Und was hat das jetzt damit zu tun? Hast du etwa 2 Tage im Internet eine Reise gebucht oder was? Oder bist du nach Island geflogen, um uns dort anzukündigen oder wie? Nein. Sondern? Du glaubst wohl, ich bin blind oder dumm oder was? Meinst du, ich habe dich nicht letzten Samstag auf den Geburtstag gesehen, wie du mit diesem Hurensohn geflirtet hast? Dieser dreckige Bastard von Scheißanwalt hat's ja wohl richtig angetan, ne? So ein Schwachsinn. Ach, Schwachsinn! Rate mal, wer zufälligerweise auch 2 Tage Urlaub hatte. Was? Hast du etwa... Hab ich dir was? Hinterher spioniert? Aber hallo! Komischer Zufall, hä? Ich hab langsam echt die Schnauze voll, du mit deiner Scheiß-Eifersucht. Du hast die Schnauze voll? Was denkst du, wie es mir geht? Was denkst du, wie es mir geht? Mann! Es geht immer nur um dich! Meine Gefühle, meine Zeit, meine Bedürfnisse, meins, meins, meins! Wo warst du? Mit wem hast du geredet? Wem hast du gerade geschrieben? Ich halte das nicht mehr aus, Mann! Ich krieg keine Luft mehr, kapierst du das nicht? Wo warst du? Wieso nicht jetzt? Ich habe jemanden kennengelernt. Es tut mir so leid, ich hätte was sagen sollen, aber es ist nicht so, wie du denkst. Es ist dieser Anwalt Spast. Wer? Jasmin. Was? Aus der Buchhaltung. Keine Ahnung. Sie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin auch komplett verwirrt. Es tut mir leid. Ich hätte früher mit dir reden müssen. Weiß sie von uns?